Moin zusammen, hier ist mal wieder euer Streamkeks mit Fragen über Fragen. Ja, heute Morgen in meinem Video hatte ich ja bereits angesprochen, dass der Bobo bei Frau Birella war. Da haben sich mir persönlich einige Fragen sind mir in den Kopf gekommen, die ich jetzt hier ganz gerne mal bei dieser jungen Dame hier klären möchte. Zum einen, wo lebt diese junge Dame jetzt tatsächlich? Es sind ja ganz viele Gerüchte mittlerweile da, ne? Wo ist sie, ne? Wo lebt sie ganz genau, was macht sie denn da überhaupt? Zum einen sind drei Städte im Gespräch. Ne? Das eine ist Hamburg bei unserem Camping-Dude. Das nächste wäre dann eins von unseren beiden Frankfurten. Das, was wohl tatsächlich feststeht, ist, dass sie bei einem Bekannten wohnt. Ne, schwierig. Aber lassen wir das mal so stehen. Die nächste Frage, die sich daraus natürlich ergibt, ist, hat sich die junge Dame denn mittlerweile auch schon umgemeldet? Dazu kann ich eigentlich nur meine eigene Meinung von mir geben. Ne, es ist ja jedem selbst überlassen, wie viele Wohnsitze er hat. Ne, ob Deutschland, Österreich oder sonst irgendwo. Wenn man allerdings seinen ersten Wohnsitz in Österreich hat und den zweiten Wohnsitz in Deutschland, ne, wie Frau Birella das in dem letzten Video quasi gesagt hat, beziehungsweise in diesem Video von Psychorella gesagt hat, ne, in der Diskussion mit Bodo. Wenn man in Deutschland nur den Zweitwohnsitz hat, hat man keinerlei Ansprüche auf irgendwelche sozialen Leistungen, ne, innerhalb Deutschlands. Weil der Staat, wo man quasi den ersten Wohnsitz hat, der ist dann dementsprechend auch für soziale Leistungen verantwortlich. Frau Birella, ne? Nur mal so kurz zur Info. Das, was mir wirklich sehr, sehr seltsam vorkommt, ist eigentlich diese kurze Umzugsphase, die sie hatten. Ne? Sie haben ja quasi nur eine Umzugsphase von einem Tag gehabt. Es mag sein, dass sie da bei ihren Bekannten wohnen. Ne, das mag alles so sein, kann so hinkommen oder auch nicht. Allerdings finde ich es seltsam, ja, dass ganz, ganz viele Leute in ihrem früheren Umfeld behaupten, dass die wieder zurückkommen nach Österreich. Ne, ob das ihre Familie ist, ob das ihre Freundinnen sind. Bis auf eine Freundin, die tatsächlich auch sagt, jawohl, ne, Birella ist nach Deutschland umgezogen, aber sie ist erst einmal bei einem guten Bekannten untergekommen, ne, bei einem Ex-Freund. Bei einem Ex-Freund? Fragezeichen. Ich nehme mal ganz stark an, es ist derjenige, der bereits in einem meiner Videos aufgetaucht ist, ne, den sie selbst geleakt haben und der gestern früh in ihrem Stream auch so schön geschnarcht hat. Das Ding ist nur ganz einfach, wenn ich tatsächlich nur bei jemandem wohne. Sicherlich kann ich mal dort meinen Wohnsitz anmelden. Ohne Zweifel. Allerdings, wie ist es, sieht es denn aus, Frau Birella, mit Krankenkasse zum Beispiel? Ne? Sie müssen ja eigentlich ihren Erstwohnsitz tatsächlich in Österreich belassen, damit sie weiterhin Krankengeld kriegen, wenn sie Krankengeld immer noch weiter beziehen. Was ich auch anzweifle. Ne? Wie ich ja in meinem letzten Video bereits gesagt habe, ist nur, ja, meinem
Meinung beziehungsweise meine Behauptung, ne, meine Meinung. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Es wird auch ganz, ganz viel diskutiert darüber. Aber ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass Camping UCI momentan unterhält. Ne? Davon bin ich eigentlich überzeugt dadurch, dass er ganz, ganz wenig nur noch spendet, ne, bei TikTok. Deshalb bin ich davon eigentlich überzeugt, dass er sie unterhält. Ne? Oder aushält. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Allerdings, wie gesagt, sollten Sie tatsächlich den ersten Wohnsitz immer noch in Österreich haben, ne, dann steht Ihnen in Deutschland so ohnehin nichts zu. Sollten Sie aber den ersten Wohnsitz tatsächlich nach Deutschland verlegt haben, dann, ne, wie Bobo auch schon in ihrer Diskussion gesagt hat, möchte man das natürlich schwarz auf weiß sehen. Ne, zumindest eine Meldebestätigung. Ne? Frau Rondislava hat sich in Deutschland angemeldet. Dann ist alles gut. Ne? Ansonsten, ne, das hatte Bobo auch schon gesagt, ist es momentan sehr, sehr öde. Ne? Man, wenn es um Reactions geht, man hat kein Thema. Ne? Sie sind kein Thema mehr, eigentlich. Also ich wüsste, bis auf eben, dass man halt mal wieder über sie diskutiert, ansonsten nichts. Ne? Wenn man auf ihre Webseite geht, ja, da kann man auch nach Frankfurt gehen, ne? Oder in sonst irgendeine Stadt und dort ins Rotlichtmilieu gehen, da sieht man diese Frauen auch, die sich genau so anbiedern. Ne? Weiß ich nicht. Dafür muss man nicht ihren Stream einschalten. Ne, das muss man ganz einfach so sagen. Und ständig diese 1000 Filter drauf zu haben, weiß ich nicht, ob das so ganz toll ist. Ne, ein Gedanke wäre mir da noch gekommen, ne, den Sie mir mit Sicherheit beantworten können. Wovon leben Sie jetzt gerade? Sie haben ja immer noch die österreichische Telefonnummer. Ne? Sollen Sie zumindest noch haben. Da frage ich mich allerdings, warum haben Sie die noch? Wenn Sie doch in Deutschland leben. Warum haben Sie dann immer noch eine Handynummer aus Österreich? Ist nur eine Frage. Ne? Vielleicht können Sie mir die mal irgendwann beantworten. Und es wäre eigentlich auch ganz pfiffig, wenn Sie tatsächlich mal alle, ne, alle Kritiker entbloggen würden. Ne, dann könnte man sich mal tatsächlich auf ein Pläuschchen treffen. Ne, bei Ihnen im Stream oder bei sonst irgendwem im Stream. Und über solche Fragen diskutieren. Eventuell räumt man dann tatsächlich auch noch ein bisschen andere Sachen aus. Ne, Sie könnten sich zum Beispiel bei Battle on Metal oder bei mir oder bei x verschiedenen anderen mal richtig entschuldigen. Das wäre eine Möglichkeit. Aber gut. Ne, ich schweife schon wieder ab. Ne, das nur mal so ganz kurz am Rande. Ne, so ein paar Gedanken und Fragen, die ich so habe. Vielleicht können Sie die ja irgendwann mal beantworten. Bis dahin, euer kleiner Streamkeks. Ciao, ciao.